Die dritte Nacht in South Park steht an und wir sind ins Polizeirevier eingedrungen, denn die Polizei hat irgendwas zu verheimlichen und außerdem greift sie Token an. Das müssen wir verhindern, denn wir wollen definitiv nicht, dass Token stirbt und deswegen werden wir die Polizei nun verfolgen. Ja, das ist eine gute Frage, wie kommt man da vorbei? Den muss ich doch einfach wieder deaktivieren. Ich bin mir auch relativ sicher, wir haben schon alle Fähigkeiten in dem Spiel. Ja gut, bis auf einen Furz. Es gibt noch einen Furz, aber ich glaube, der ist optional, genauso wie der erste. Das dürfte mit dem Zeitfurz eigentlich funktionieren, wenn ich das richtig sehe. Deswegen einfach mal hier ein bisschen vorbeischleichen, das hier deaktivieren und es gibt keine Probleme. Yay! Sehr schön. So, das hier kann ich auch zerstören. Dann haben wir hier eine Tür. Ich kann wieder durch Luftschächte krabbeln. Das erinnert mich schon wieder an den ersten Teil. Ich weiß nur nicht, warum. Ich mag es irgendwie nicht, dass mich das an den ersten Teil erinnert. Okay, ich kann hier oben... Okay, hier brauche ich Professor Chaos, seine Fähigkeiten. Alles klar. Das wäre der Hamster. Wie auch immer der jetzt hier reinkommt. Ja gut, es ist keine Polizei mehr da. Die hat sich ja selbst ausgeschaltet im letzten Part. Die Polizeiwache. Ganz vorne und alle anderen haben wir ausgeschaltet. Wir müssen erstmal ins Krankenhaus. Zack, die Kirsten. Keine Ahnung, wo in South Park überhaupt ein Krankenhaus ist. Es müsste eigentlich ein Krankenhaus geben, ne? Es gab so oft Folgen mit einem Krankenhaus. Also eigentlich muss es ein Krankenhaus geben. Mal nur so nebenbei erwähnt. Gut. Weiter geht's. Tauli meldet sich mal wieder zu Wort. Was ich sagen wollte. Scheiße, bin gleich wieder da. Tauli, deine Tipps sind einzigartig, super und klasse. Vielen Dank. Der hat sich ja auch schon relativ lang nicht mehr gemeldet. Der gute Tauli. Nach dir, Neuer. Ja, ich würde an deiner Stelle auch nicht vorgehen, wenn die hier direkt wieder losschießen. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Alter, die haben alle Schwarzen hier eingesperrt. Okay, anscheinend sollen wir die befreien. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Kann ich dann eigentlich mit Tokens Eltern, wenn ich die jetzt hier befreie, wieder Freundschaft schließen? Ist das möglich? Dass ich die als Follower auf Coonstagram bekomme? Ich denke, der Schalter wird hier alle rausholen, oder? Sie wollen die Verbrecher befreien! Das sieht sehr gut aus, aber... Kacke! Die Polizei hat uns wieder umzingelt. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die korrupten Cops erneut zu besiegen. Kann ich meinen Plan ändern? Also kann ich hier irgendjemand anderen in mein Team mit reinnehmen? Das würde mich gerade interessieren. Okay, die Cartman-Dudes sind alle gesperrt. Mysterion finde ich eigentlich relativ cool. Der Einzige, der mir so ein bisschen am Arsch vorbeigeht, ist Tupperdose. Deswegen ersetze ich den durch Wendy. Den... Wendy finde ich viel besser. Jetzt um die Frage, will ich Stan dabei haben? Ich glaube, ich nehme sogar auch noch Stan mit. Dann haben wir da mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. Und rein geht's in den Kampf. Oh yeah, Wendy ist sowieso der coolste Charakter von allen. Das ist ein weiblicher Superheld. Und die Sache ist, als weibliche Superheldin wird sie ja die ganze Zeit verarscht. Aber ich finde, sie hat die stärksten Fähigkeiten von allen. Also die stärksten Attacken und alles Mögliche. Ich mag Wendy. Ist wirklich ein... sehr, sehr starker Superheld. Oder Superheldin. Haben die das vielleicht nur gemacht, weil sonst irgendwie die Beschwerde aufkommt? Ja, die Frauen werden doch benachteiligt hier in dem Spiel. Und deswegen haben die Wendy so stark gemacht. Oder weshalb ist das so? Das würde mich interessieren. Aua. Kacke, das hat wehgetan. Ihr müsst durchgegriffen werden. Naja, passt schon. So, mit Wendy. Was mache ich mit Wendy? Ich würde eigentlich gerne beide verletzen. Was ist das hier? Da kann ich irgendeinen random auf dem Schlachtfeld angreifen. Nee, nee, dann löschen wir erstmal den hier unten aus zur Sicherheit. Zack. Sehr schön. Einer, der mir weniger Damage machen kann. So, ein Mysterion setzt ihn da. Ja, da kommt Tauli wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Wow, danke Tauli. Das hilft mir ungemein. So, glaube ich, mach mal hier Pause. Glaube ich lieber. Und werde dann auf dich ein bisschen einkloppen, während du in der Pause gefroren bist.
Und dann dürfte eigentlich ein Laserstrahl die nächste Runde beide töten. Ah, ich wollte mich hier noch wegbewegen. Okay, ich darf ihn nochmal. Alles klar. Wiedersehen, ihr zwei. Sehr schön, das war ein guter Zug. War ein sehr guter Zug. So. Habe ich von Toolshit schon den Special gezeigt, ist gerade die Frage. Es könnte sogar sein, dass ich das noch nicht getan habe. Aber der steht gerade so blöd da, dass ich den auch gar nicht zeigen kann. Gut, dann warte ich. Er prügelt Kenny weg, das hilft mir. Und dann dürfte jetzt Wendy kommen, genau. Denn von Wendy habe ich auch noch nicht den Special gezeigt, deswegen machen wir das mal kurz. Die tweetet nämlich, dass hier ein legendäres Gym-Pokémon ist. Und dann rennt die komplette Meute los, um dieses Pokémon zu fangen im Pokémon Go. Das ist die Special-Fähigkeit von Wendy. Mega cool. Ich finde die Anspielung einfach klasse gelungen. Yay. Na dann, Freiheit für die Schwarzen. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So. Und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Bitte was? Wir sind die Rassisten? Ich hänge hier mit Schwarzen ab. Ich habe wegen dir Schwarze töten müssen. Arrestzellenzugangskarte. Okay. Das dürfte dann wahrscheinlich... Ist das das hier? Nein. Okay, das ist also nicht... Das ist also keine Arrestzelle. Ich kann jetzt hier noch Leute befreien, oder? Hier reingebracht. Ja, Entschuldigung. Ich musste es machen. Tut mir leid. Was ist die Arrestzellenzugangskarte? Scheiße, wir müssen sie retten. Ja, erstmal hier die Leute befreien. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich. Super. Okay, dann lasst uns doch mal den Hauptofficer verfolgen. Ich glaube, ich werde erstmal hier drüben durchgehen, durch die Tür. Integration Room. Keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Vielleicht kennt man den aus irgendwelchen Polizeifolgen. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall zu Ende looten. So viel steht fest. Auch hier beim Fernseher noch ein bisschen was. Aber interessanten Stuff gibt es hier seltsamerweise in der Nacht nie. Gut, ich kann es verstehen, weil die Sache ist, in die Nacht kommt man halt nicht wieder. Und ich denke, auch diese Bereiche hier wird man wahrscheinlich nie wieder erreichen können. Aber, ja, man kann ja mal hier lang gehen. Nicht wahr? So, jetzt sind wir hier wieder in den Lüftungsschächten, wo die alles bunkern. Und da komme ich wohin? In einen Lagerraum. Da ist ein Foto von dem Polizisten als Frau. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen genau. Also nicht den Namen vom Polizisten, sondern wie die bezeichnet wurden, diese Frauen. Da war ja sowieso schon mal eine Anspielung mit Mrs. Cartman. Deswegen, das passt schon. Butters Oberbitch war die Folge. Hier ist ein kaputter Schädel. Okay, keine Ahnung, zu wem der gehört. Ich habe mir letztens Folge 200 und 201 angesehen, die ja nie ins Deutsche übersetzt wurde. Da war auch ein bisschen was von der Polizei dabei. Vielleicht sind da auch einige Anspielungen an diese zwei Folgen. Keine Ahnung. Lieder des betrunkenen Ritters. Okay, das ist der Typ, mit dem sich Randy mal geprügelt hat. Den erkenne ich doch selbst von hier. Die Verteidigermaske. Okay. So, das dürfte doch jetzt der Raum sein, in dem wir, genau, der zugesperrt war, jetzt aber seltsamerweise wieder offen ist. Alles klar. Dann wäre auch dieses Mysterium gelöst, wie wir hier reinkommen. Und dann machen wir weiter. Einmal hier rüber. Und wir verfolgen die Polizei. Wo treibt sich eigentlich Cartman und die Coon and Friends rum, wenn man die mal braucht? Hier oben hängt ein Spiegel, sehr seltsam, aber damit kann ich wenigstens ums Eck sehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und ums Eck gibt es anscheinend nichts Interessantes. Ich werde trotzdem mal hier rumgucken. Warum nicht?
Okay, hier sind hier ist wieder irgendjemand einge... Aua! Kacke! Das habe ich gut gemacht. Respekt, Ultra. Das habe ich sehr gut gemacht. Okay, das hier müssen wir also irgendwie stoppen, damit ich diese Frau befreien kann. Das ist aber, soweit ich das sehen kann, nicht classy. Und hier drin haben wir noch eine Itembox. Okay, wie kann ich denn das jetzt hier aufhalten? Oder kann ich das überhaupt aufhalten? Ja, ich werde hier immer reingedrängt und dann bin ich tot. Ach, Moment. Was ist, wenn ich das hier pausiere? Komme ich dann durch? Ist das dann langsam genug, dass ich da durchkomme? Ja, ich muss es halt im richtigen Moment pausieren wahrscheinlich. Problem ist nur, das im richtigen Moment zu pausieren ist gar nicht mal so einfach. Ach, Kacke, komm. Ich krieg das hin. Auch wenn ich jetzt hier jede Sekunde... Okay, sehr schön. Pause. Richtig dumm. Aber ich denke, das wird das Rätsels Lösung sein. Ja, das sieht sehr gut aus. Infektionaler Schlüsselanhänger. Aber da komme ich nicht rüber. Die Frau kann ich auch nicht retten. Und wie komme ich da jetzt rein? Von der anderen Seite... Weiß es nicht. Oder muss ich das hier umwerfen? Nee, es gibt hier nichts zum Umwerfen. Keine Ahnung, vielleicht komme ich da irgendwie anders rein. Ich find's auf jeden Fall gerade nicht raus. Falls ich nicht reinkomme, hoffe ich einfach mal, dass es da nichts Interessantes gibt. So, das Ding da drüben brauche ich dann, um das hier zu sprengen. Hier sehe ich ein Item-Ding. Und dann dürfte ich das... Oder? Wie schalte ich das denn aus? Ach, das schalte ich diesmal gar nicht aus. Ich muss einfach jetzt hier in Pause mir das Ding hier rausgrabben und hier rüberschieben. Alles klar. Wunderbar, schreiß normale Ärsche auf. Sehr schön. Kaboom! So, komme ich jetzt in die Gefängniszelle? Das könnte sogar sein. Das sieht sogar sehr gut aus. Yep, hinter dem Poster. Alles klar. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Knast-Tattoo. Okay. Ja, wieder ein Kostüm. Brauche ich jetzt nicht ganz dringend. Und das hier ist wahrscheinlich für Toolshit, nehme ich an. Deswegen werde ich hier einfach mal Toolshit zur Hilfe rufen. Oh yeah. Nicht Toolshit, tut mir leid. Jetzt habe ich mich komplett vertan. Humankind. Entschuldigung. Kacke. Kann ja mal passieren. So, gibt's hier sonst noch was? Das sieht nicht so aus. Wo gehen wir denn hier bitte gerade hin? Das sind Leichen, da ist... Hier geht richtig der Punk ab hier. Okay, so kriege ich dann wenigstens die ganzen Laser abgeschalten. Wieder richtig unnötig, dass ich jetzt hier Professor Chaos herrufen muss, aber... Ja, ich merke schon, die Entwickler wollen checken, dass wir die Fähigkeiten hier verstanden haben, dass die Fähigkeiten funktionieren, dass wir uns mit den Fähigkeiten auskennen und ja, ich kenne mich mit den Fähigkeiten voll und ganz aus. Einmal hier rüber mit dir. Und dann muss ich jetzt den ganzen Weg zurückrennen, yay. Überhaupt nicht sinnlos. Aber ey. Ja, ich bin wieder da. Ich möchte hier runter. Yep. Dankeschön. Das sage ich auch immer wieder dasselbe, ne? Ich habe jedes Mal, glaube ich, jetzt Dankeschön gesagt, wenn Humankind gesagt hat, das hast du wirklich drauf. Okay. Einmal hier bitte. Vernichtungsüberkipper-Rezept. Also wir kriegen wieder einige Rezepte für einige Artefakte. Mal gucken, ob ich die Offscreen auch schon craften kann. Okay, wir müssen uns am Ding NSA. Und dann zur Tür. Okay. Das ist auch eine Anspielung an eine Folge. Das ist so eindeutig eine Anspielung an eine Folge. Ich sehe hier was, wo ich die Maus hinwerfen muss. Deswegen machen wir das doch mal ganz kurz. Wie auch immer der jetzt hier nicht sehen... Ach, guck an. Ich kann mich an dem also gar nicht vorbeischleichen. Ich werde mal kurz in das Pause-Ding wechseln. Klar, der spioniert natürlich jetzt hier gerade die ganzen Leute aus und holt sich darauf einen runter. Selbstverständlich, ich glaube, das sieht jeder. Ach du Kacke. Shit.
Ich meine, ah, shit! Ja. So funktioniert das nicht. Da vorbeischleichen und dann zur Tür. Aber jetzt sehe ich, wie es funktionieren soll. Und zwar, indem ich hier einen Furz reinjage. Sehr schön. Ja, hätte ich vielleicht besser aufpassen sollen, aber hey, immerhin wisst ihr nun, was passiert, wenn man da lang geht. Richtig krass. Die haben nicht mal gezeigt, wie ich erschossen wurde. Wahrscheinlich wäre das Spiel sonst über 18 gewesen. Okay. Der Bildschirm ist nun über dem Dude. Lass mich raten. Ich lass den jetzt auf ihn drauffallen. Yep. Und damit ist er außer Gefecht gesetzt. Dann hole ich mir nochmal Butters. Um die Tür hier zu öffnen. Boah, diese Cutscenes immer so unnötig. Man könnte mir auch einfach die Fähigkeit geben. Aber yay. Hat gepasst. So, wir können weiter. Oder kann ich da noch irgendwas looten bei dem Kollegen hier jetzt, wo er außer Gefecht gesetzt ist? Oder wacht der sonst wieder auf und er schießt mich einfach wieder direkt? Okay, ich komme da gar nicht mehr hin. Gut, ja, ich hab's. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Brambles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Jared! Ist das der Dude von der Sandwich-Werbung? Was Süßes? Oh fuck, Jared! Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Also ich kenne den Dude vom Aussehen her, aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wer das ist. Ich glaube, das ist ein Dude aus einer Sandwich-Werbung. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich vermute es nur. Kann es sein, dass der am Ende der Folge pädophil wurde und auf Kinder losgegangen ist und deswegen ist er jetzt hier eingesperrt? Das wäre das einzig Logische, was ich mir denken kann. Aber vielleicht wisst ihr ja da in den Kommentaren mehr. Mysterion und der Kuhn. Wie wär's damit? Das Dream Team. Und einfach, um noch mehr das Dream Team rauszuholen, packen wir auch noch den Fiesling des Spiels in unser Team. Das ist doch eine super Aufstellung, oder? Ich find da gerade super. Alles klar, auf Jared! Sex im Knast ist extra heiß. Okay, hey, der hat definitiv irgendeine Krankheit. Der ist hundertprozentig pädophil. Okay, und der bereitet wieder Angriffe vor. Das heißt, bestenfalls sollte ich mich hier nicht hinstellen. Aber... Sekunde. Kann ich hier? Ja, ich kann den hier kicken. Alles klar. Dann machen wir das mal so. Sehr schön. Damit haben die beiden Platz gewechselt. Ich möchte mir jetzt nämlich auch in diesem Kampf gegen Jared auf jeden Fall die Special-Fähigkeit von Cartman ansehen. Deswegen habe ich jetzt hier Cartman reingenommen. Das heißt, wir werden jetzt hier in diesem Kampf auf jeden Fall sehen, was Cartman für eine Special-Attacke beherrscht. Ja, die zwei kriegen jetzt zwar Damage dann von Jared. Ich habe keine Ahnung, wie stark er ist. Hoffe einfach, dass er nicht allzu stark ist. Und... Ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Gegen AIDS kämpfen? Scheiß Jared. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? War der AIDS krank? Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Oh, ich müsste halt jetzt wissen, was es mit dem Dude auf sich hat. Das wäre wichtig. Bestimmt, wenn ihr es mir jetzt dann gleich in die Kommentare schreibt am Ende der Folge, oder beziehungsweise vielleicht habt ihr es auch schon jetzt getan, dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Dann denke ich mir so, oh, das war der. Oh, das war die Folge. Aber jetzt gerade fällt es mir wirklich aufs Verrecken nicht ein. Kacke. Naja. Ja,
ist auch ein bisschen unnötig, den Kollegen hier zur Hilfe rufen. So, Jared darf angreifen. Den Zug möchte ich gerne skippen, denn ich habe keinen Bock auf Jareds Angriff. Ich bin so heiß und verschwitzt. So. Das gibt ein ganz schlechtes Karma für dich. Wenn ich noch ein paar Angriffe abbekomme, dann dürfte die Special Attack von Cartman ready sein. Alles klar, hier den Laser drauf. Jetzt lebt der wirklich mit 6 Leben noch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ne? Ja, ja, okay. Ultimative Attacke bereit, sehr schön. Von Butters habe ich sie ja schon gezeigt, deswegen von Butters brauche ich sie nicht zeigen. Von Kenny. Ich würde ihn mit Kenny töten, aber ich habe gesagt, ich möchte die von Cartman zeigen in diesem Kampf. Und ich werde es auch tun, dass ich die von Cartman zeige. Ich habe es versprochen. Gut, dann töte ich lieber erstmal die zwei. Zack. Sehr schön. Oh, das war ein nicer Damage. Wann darf Cartman wieder? Professor Chaos, den stellen wir mal nach hier unten. So, den lasse ich mal ruhig ein bisschen draufhauen noch, damit der wenigstens stirbt, wenn Cartman gleich angreift. Und... Nein, ich will den eigentlich nicht töten. Wehe, der stirbt jetzt. Der dürfte noch stehen, ne? Gut aus. Okay, er steht noch, killt aber Kenny mit One-Hit. Okay, ja, Mysterion ist tot. Ekelhaft. Eine mega ekelhafte Attacke. Warum ist Mysterion jetzt ein Geist? Okay, dann ist er halt so verreckt. Tut mir leid, wir werden Cartmans Special-Fähigkeit auf jeden Fall noch zu sehen bekommen, denn ich habe die auch noch nicht gesehen und ich möchte sie auf jeden Fall sehen. Jared ist besiegt. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es ist passiert. Den Leuten, die sie verhaftet. Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorzieh ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wer da eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur... gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Okay. Also ihr wollt, dass ich den jetzt ins Gesicht furze? Oder ihn verschone? Nun... Ich weiß nicht, warum ich ihn anfurzen soll. Deswegen verschone ich ihn. Er hat uns alles gegeben, was wir wissen wollten. Oh, danke. Danke. Ihm nicht ins Gesicht zu furzen, nachdem er gesungen hat, war die richtige Entscheidung. Du bist ein guter Mensch. Danke. Er ist zwar immer noch pädophil, aber hey, hilft nix. Man kann ihn ja einfach mal ins Gesicht schlagen dafür. Das läuft auch. Vielleicht lernt er seine Lektion ja. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, auch wenn das schon seine dritte war. Nun denn, mit dem Lift geht es also runter. Was hat die Polizei im untersten Stock des Polizeireviers zu verbergen? Das und viel mehr beim nächsten Mal. South Park direkte Kulinarische Zerreißprobe. Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Klärt mich über Jared auf, bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ultra.